Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Karmesin. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, warum der gute Pepper seine Gewürze sammelt. Der möchte nämlich einfach nur als netter Mensch seinem guten, armen, verletzten Pokémon helfen. Das ist nämlich aus irgendeinem Grund irgendwie verletzt worden. So genaue Details hat er jetzt nicht unbedingt erwähnt. Ist das verletzt worden und kann irgendwie von keinem Trank der Welt und von keinem Pokémon Center der Welt mehr geheilt werden. Aber von diesen komischen Gewürzen, die anscheinend alles können. Zumindest, solange man daran leckt. Dann haben wir noch hier in Vermanka City einen weiteren Arena-Orden ergattert. Und wir haben ein weiteres Team-Star-Mitglied wieder in den Boden gestampft. Und irgendwie sind die anscheinend gar nicht so schlimm, wie die Leute immer machen. Jedenfalls sind wir nicht ohne Grund hier in Vermanka City. Wir sind nämlich ganz in der Nähe vom Herrscher des verborgenen Stahls. Das ist unser nächstes Ziel und damit können wir auch gerade mal dem guten Pepper wieder helfen, seinem Pokémon wieder auf die Beine zu kommen. Hi Lessig, irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja sogar richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Dann ist es ja gut, dass wir schon auf einem sitzen. Ich liebe Pokémon Karmesin einfach. Ich bin am Zielort angekommen, das ist ja wunderbar. Oh. Was bist du denn? Oh. Okay. Kumpel, ich möchte kurz mit dir reden, darf ich? Ah, der ist ja ganz schön schnell. Der sieht aber auch komisch aus. Ich wüsste ja zu gern, was der da macht, aber... Spielen wir jetzt einfach nur Fangen oder was läuft hier? Ich verstehe nicht so ganz das Ziel dahinter. Wird er jetzt einfach nur immer zwischen den drei hin und her laufen? Kann es sein, dass ich irgendwie schneller da sein muss, als er... Wow! Jetzt ist er woanders hingegangen. Muss ich ihn einfach nur schnell genug rammen? Ja, anscheinend schon. Das nenne ich mal einen Austausch verführerischer Blicke. Warum hat das Ding Arme? Ich gehe mal davon aus, dass Flammenwurf Terra kristallisiert hier definitiv die richtige Aktion sein wird. Ich komme nicht darauf klar, dass der Arme hat. Tatsächlich habe ich mit dem One-Shot jetzt nicht gerechnet. Diese Arme, warum? Warum hat der Arme? Kann es sein, dass der sehr auf Fangen steht? Naja, wir wissen ja, wie es geht. Mit dem Kopf durch die Wand und hinterher schnell. Komm schon, da lang. Dieses Mal hat er ja ein viel größeres Areal, das sehe ich erst jetzt. Dann wird das vielleicht doch nicht so einfach wie beim ersten Mal. So, jetzt kriegen wir ihn aber. Und volle Kraft voraus, da will er lang. Komm schon. Ach Mann, ich finde das... Hat das schon ausgereicht? Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls. Der ist ja mal echt unnormal lang. Ja, das ist nicht das Einzige, was an dem unnormal ist. Da ist jemand aufgepowert. Dann wie gerade eben, Terrakristallisierung und Flammenwurf. Der wird dieses Mal ja auch wohl nicht länger durchhalten, oder? Wow! Nicht mal sein Gewürz hat ihm was gebracht. Nanu, Chicken Wing entwickelt sich. Oh Gott. Er ist viel zu groß geworden für den Screen. Man sieht ihn gar nicht. Und da ist auch schon das Geheimgewürz. Dann geht's dem Mafioso bestimmt gleich wieder besser. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Na, das ist doch wie gemacht für sein Pokémon. Wow. Das nenne ich mal ein salziges Sandwich. Ah, und da ist ja auch schon Koraidon. Na, du willst dein Sandwich wie immer haben. Und er hat wahrscheinlich wieder was dagegen, oder? Ja, ja, ich habe auch wieder eins für dich gemacht. Was? Er hat sogar eins für ihn gemacht. Oh mein Gott, er lernt draus. Da kann es jemand kaum abwarten. Komm raus, Mastifioso. Ich habe was für dich. Oh, der Arm. Das Pokémon sieht einfach so traurig aus. Es tut mir so leid. Komm, dir geht's bestimmt jetzt besser, wenn du da was von abkriegst, oder?
Genauso muss es sein. Zwei gute Freunde, die ihren Pokémon Sandwiches mit irgendwelchen geheimen Kräutern geben. Koraidon hat die Reittechnik Hochsprung erlernt. Okay, unser Pokémon kann jetzt bei Olympia mitmachen. Wunderbar. Ja, Mastifioso, kannst du aufstehen? Er hat aufgegessen. Komm schon, wir glauben an dich, du schaffst das. Ah, nicht aufgeben, Mastifioso, du kannst das schaffen. Hast du gerade... Das war Mastifiosos Stimme. Ach so, es ging um die Stimme. Ich dachte, der soll jetzt aufstehen. Immerhin soll das Gewürz auch gegen Muskelschwäche helfen. Mastifioso, du kleiner Racker. Wann habe ich das letzte Mal deine Stimme gehört? Mastifioso geht es immer besser und besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen nur noch zwei Geheimgewürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Gut, ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. Als Wohltäter, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass wir jemanden fertig machen. Und ich würde sagen, mit unserem überdimensional großen und neu entwickelten Chicken Wing gehen wir erstmal die Wasserarena hier aufmischen. Mein lieber Scholli, ich bin schon viel zu spät dran. Oh Gott. Ist das nicht der Arena-Leiter? Moment, warten Sie, Senior Combo. Ach, weg ist er. Dabei hat er doch das hier vergessen. Entschuldige, aber du bist doch sicher hier, um den Arena-Leiter herauszufordern, oder? Der große Mann gerade eben war der hiesige Arena-Leiter Combo. Der ist mir vielleicht einer. Gerade ist er los, um auf dem Markt einzukaufen und hat seine Geldbörse hier vergessen. Wärst du vielleicht so freundlich und würdest ihm seine Geldbörse bringen? Klar. Aber sag mir bitte nicht, dass das meine Arena-Prüfung ist, den Typen jetzt zu finden. Deine Sonderzustellung würde ich dann auch direkt als Arena-Prüfung gelten lassen. Was ist denn nur mit diesen Arena-Prüfungen los? Meine Güte! Könnt ihr euch nicht mal was anderes einfallen lassen, außer irgendwas zu suchen? Geh mal davon aus, dass der Markt dann irgendwo da unten ist. Okay. So. Irgendwo hier muss er doch bestimmt sein. Ach, da ist der Typ hin. Wow, der ist echt ganz schön weit gelaufen in der kurzen Zeit. Was macht der denn da? Da habe ich wohl der guten Frau nicht wirklich zugehört, wo dieser Markt sein soll. Ups, passiert. Mein lieber Scholli, sie ist weg. Meine Geldbörse ist weg. So wird mir das Angebot des Tages sicher vor der Nase weggeschnappt. Was will der denn jetzt? Wir wollen seinem Boss doch nur sein Geld wiederbringen. Hallo, ich habe Wichtigeres zu tun, als dich fertig zu machen. So, jetzt da die Nervensäge aus dem Weg geräumt ist, können wir vielleicht endlich mal dem Typen sein Geld wiedergeben. Menschenskinder, was hat denn der ganze Krach hier zu bedeuten? Was gibt es denn? Ja, ihr Geld. Na sowas, ist das etwa meine Geldbörse? Du bist meine Rettung. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Nur zu, kommen Sie näher. Das hier ist unser letztes Angebot für heute. Hey du, wenn du dich an der Garafosa Arena versuchen willst, ist Finesse sehr wichtig. Und das ist die perfekte Gelegenheit, dich darin zu üben. Geh und ersteigere diese Zutat für mich. Ich bin jetzt den ganzen Weg hierher gelaufen, um dem sein Geld wiederzugeben. Nur um jetzt für den einkaufen zu gehen? Kann der das nicht selbst machen und dann gegen mich verlieren? Hier, mit diesem Geld solltest du für den Kampf gerüstet sein. Stell dich schlau an und ersteigere das Seegras für mich. Volle Kraft voraus. Immerhin müssen wir nicht mit unserem Geld das Ganze bezahlen. Was, 50.000? Das ist aber ganz schön teures Seegras. Das Startgebot für das legendäre Seegras aus der Höhenregion liegt bei 10.000 Poké-Dollar. Ja, wir haben von dem 50.000 bekommen, da können wir direkt mal 15.000 bieten. 15.000 stehen im Raum. Wer bietet mehr als 15.000 Poké-Dollar? 20.000. 30.000. Und wir haben ein Gebot von 30.000. Bietet jemand mehr als 30.000? Ich! 40.000. 40.000 stehen im Raum. Wer bietet mehr als 40.000? So viel Geld. Wie bitte? 40.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Verkauft. Ich habe ja persönlich keine Ahnung, ob wir das hätten billiger kriegen können. Aber es ist ja auch nicht unser Geld. Und immerhin mussten wir bis hierher laufen. Na dann, gehen wir mal wieder zurück zu der eigentlichen Arena und machen dem Typen mal die Hölle heiß. Es ist ja ein ganz schöner Sandsturm für eine Wasserarena. Auf dem Markt kämpfen wir mit Geld. In der Arena geht es etwas handfester zu. Genau, wir machen nämlich sowas wie illegale Hahnkämpfe, abgesehen davon, dass das hier legal ist. Ob der wohl Pokémon hat, die gleichzeitig was mit Wasser und mit Essen zu tun haben? So ein Scampisto oder sowas könnte ich mir bei dem richtig gut vorstellen. Oder Fisch-Pokémon. Sag ich doch, Fisch-Pokémon. So, das einzige Problem, das ich hier jetzt sehe, wenn wir Terra kristallisieren... Dann wird unser Chicken Wing zu einem Flugtyp. Und ehrlich gesagt will ich das nicht. Elektro wäre hier natürlich besser. Aber ich denke, wenn wir jetzt auf den Elektroball klicken, sollten wir fürs Erste auch guten Damage machen. Leider kein One-Shot, aber der Damage ist schon mal super. Als Nächstes kommt Schlicktri. Das ist doch bestimmt die Weiterentwicklung von Schlickler, oder? Wie sieht das denn aus? Gut, wir bleiben dabei. Elektroball. Das läuft schon wesentlich besser als erwartet. Es ist ein Volltreffer.
Sein letztes Pokémon ist ein Krawell. Das will er zum Wassertypen machen? Wartet mal, das Ding ist doch teilweise Eistyp. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, drin zu bleiben? Finden wir es raus. Elektroball. Zeit für die große Verwandlung. Mein Pokémon wird glitzern wie Sonnenlicht auf dem Wasser. Ich wünschte, wir könnten in Elektroterra kristallisieren. Dann hätte das da nämlich auch viel mehr Damage angerichtet. Warum hat er... Wieso? Er hat einfach unseren Chicken Wing geone-shottet. Wie kann er nur? Dann gibt es natürlich nur ein Pokémon, das uns retten kann. Whoop! Es wird Zeit, dass du wieder glänzt, mein Freund. Tja, mein Freund, der Grabhammer bringt dir hier nichts. Ach, es hat einfach niemand eine Chance gegen unseren Whoop. Den kann man einfach überall einsetzen. Das nenne ich mal ein kreatives Foto. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns zum guten Abschluss nochmal um ein Team Star-Mitglied. Und zwar um den guten hier. Das wären dann die Gift-Mitglieder. Da wird unser Whoop bestimmt wieder auch wunderbar glänzen. Also ich muss ja schon sagen, von allen Team Star-Basen, wo wir bisher waren, haben die hier ja wohl die mieseste Absperrung. Ich meine, wen soll denn so ein kleiner Zaun schon aufhalten? Vergiss es einfach und geh nach Hause, okay? Nein, ich will Meister Shugi treffen, den Boss der Giftmitglieder. Och nee, nicht noch so ein Clown. Was denn für ein Clown? Hat der sich mal selbst im Spiegel angeguckt? Moment mal, ist das nicht dieser Lässig? Oh, wir sind ja richtig berühmt. Die kennen uns ja mittlerweile schon. Ernsthaft jetzt? Oh, Backe, das ist gar nicht gut. Keine Sorge, ich werde mich um den Störenfried hier kümmern. Geh du die anderen aufwecken. Das ist eine Wendung der Ereignisse, wie ich sie nicht erwartet hatte. Kann mir jemand mal erklären, wie wir in diese Situation geraten, dass das Tor von Team Star von irgendeinem kleinen Jungen bewacht wird? Auch wenn das Schlupfbock Level 30 ist, sollte ein Doppelflügel hier schon ausreichen. Oder auch nicht. Hier lauert die Ziehbande. Dabei handelt es sich um die Giftmitglieder von Team Star. Ihr Boss Shugi verfügt über eine bemerkenswerte Fingerfertigkeit und kreiert die Teamoutfits. Sein unberechenbares Verhalten macht es nahezu unmöglich, seine Handlungen vorherzusagen. Besiege einfach so viele Pokémon des Teams, wie du kannst, bis Shugi selbst auftaucht. Es ist Zeit, der Ziehbande ein Ende zu setzen. Diese komischen Pfeifen von Operation Stardust sind jetzt auch bei uns aufgekreuzt. Das ist unsere Chance, die anderen Banden zu rächen. Gemeinsam werden wir hell erstrahlen. Hergehört Eindringling. Sollte es dir gelingen, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, kümmert sich der Boss vielleicht höchstpersönlich um dich. Müssen die nicht langsam mal lernen, dass dieses Limit einfach viel zu einfach ist? Na dann, Whoop, würde ich mal sagen, legen wir los, oder? Oh, das, die sind intelligenter, als sie aussehen. Die kommen mit Geist-Pokémon. Gut, dass Whoop noch mehr Attacken außer Bodenattacken drauf hat. Mit den Gift-Attacken kann er anscheinend auch was anrichten. Kiesel hat ein bisschen Damage genommen. Hoffen wir mal, dass der nicht drauf geht. Und da haben wir diese komischen Maschinen-Engine-Pokémon, was auch immer, Getriebe-Pokémon. Hey, die haben... Kiesel ist down, nein! So, Whoop, dann los. Nimm das letzte Opfer. Ihr müsst der berüchtigte Lässig sein. Ihr habt Team Star Light angetan, unverschämter Schurke. Mein Gift soll euer Niedergang sein. Da bin ich mal gespannt, was er für Pokémon hat. Und? Ein Skuntank. Oh, der hat sogar 4 Pokémon. Das ist ja mal was Neues. Da freue ich mich ja. Terrakristallisierung, Lehmschuss. Zeigen wir ihm, was wir drauf haben, Whoop. Der Tiefschlag war keine schlechte Idee. Nein, Whoop. Du kannst doch jetzt nicht zurückschrecken. Wir sind doch ein Gift-Pokémon. Wie kann das Toxin... Nein! Hat das Toxin gerade gewirkt, weil wir uns zu Bodenterra kristallisiert haben und deswegen unseren Gift-Typen verloren haben? Darüber habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht. Aber der Damage, den Whoop gemacht hat, der ist schon mal super. Damit sollten wir das Ding two-shotten. Das Skuntank ist down, aber wir müssen gucken, dass wir das Gift irgendwie loswerden. Als nächstes kommt Knattertox. Ich würde aber zuerst mal vorschlagen, dass wir uns heilen. Wir haben nicht zufällig eine Top-Genesung oder so? Nein, leider nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir einen Hypertrank, heilen uns voll und danach heilen wir mal das Gift. Oh mein Gott, der hat mit 6 Leben überlebt. Whoop, du bist ein Tier. Dafür wirst du erstmal wieder geheilt, mein Freund. Also wenn der Lebensschuss jetzt nicht one-shottet, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Gut, ich glaube, das Slimog da wird uns jetzt nicht so große Probleme bereiten. Okay, das Slimog ist doch ein bisschen hartnäckiger als erwartet. Aber auch das hat letzten Endes keine Chance gegen unseren Whoop.
So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir nicht jede Runde vergiftet werden. Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Typ die Attacke hat, aber sicherlich nicht Gift. Aber ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Damage erhofft. Okay, er hat kaum noch Leben. Das heißt, wenn der Lebensschuss jetzt trifft und Whoop dabei nicht drauf geht, das war ganz schön knapp. Sollte das endlich vorbei sein, oder? Das ging nämlich... Ja, Lebensschuss trifft, das war's. Endlich. Oh, das ging viel zu lange hin und her. Auch wenn ich mich mit Leib und Seele dagegen auflehnen will. Gesetz ist Gesetz. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, als dies hier an euch abzutreten. Naja, damit haben wir dann wohl einen weiteren Team Star Boss weniger. Dann sind es jetzt, glaube ich, nur noch zwei? Einer? Es müsste nur noch ein Team Star Boss sein, oder? Wir haben noch zwei Team Star Bosse vor uns. Die werden wir natürlich im Laufe des ganzen Let's Plays auch noch vernichten. Aber jetzt würde ich erstmal behaupten, war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.